Hallo zusammen. Dieser Typ weiß sich zu amüsieren. Und was habt ihr heute Morgen getrieben? Habt ihr Lust, einen erfolgreichen Raketenstart zu sehen? Dann seid ihr hier falsch. Wie gefällt euch diese Methode, an den Parkkosten zu sparen? Allerdings könnte man als LKW-Fahrer eine Parkplatzschranke ähnlich leicht passieren. Doch deren Reparaturkosten dürften wesentlich teurer ausfallen als eine Parkuhr. Hört mal, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass ihr wäre Van Damme in Frauengestalt? Auch wenn die junge Dame es wahrscheinlich nicht riskieren würde, einen Spagat zwischen zwei fahrenden LKWs zu machen, wäre sie durchaus in der Lage, zwei einstürzende Wände zu stützen. Steht ihr auch auf Fast and Furious wegen der ganz coolen Stunts? Vermutlich werden wir Dominic Toretto im nächsten Teil am Steuer eines Baggers zu sehen bekommen. Und diese Jungs wollten herausfinden, welche der beiden Elemente, Feuer oder Wasser, aus ihrer ewigen Rivalität als Sieger hervorgehen würde. Okay, jetzt kommt der schwierigste Aufmerksamkeitstest eures Lebens. Habt ihr mitgezählt, wie viele Tauben aus dem LKW herausgeflogen sind? Unser Ergebnis lautet 14.223. Wer es nicht glaubt, kann gerne nachzählen. Ey, 太漂亮了。太漂亮了。太漂亮了。 太壮观了！万语帅哥齐放飞。 Keine Sorge, der Kerl will nicht übers Promenadengeländer springen, sondern uns bloß mit einer seiner akrobatischen Einlagen beeindrucken. Wer seit langem auf der Suche nach einem richtig coolen ASMR-Video ist, ist hier genau richtig. Ratet mal, wo der Pfeil stecken bleibt. Der Trick ist toll, keine Frage, aber man fragt sich, wie viele Versuche der Kerl dafür benötigt hat. Habt ihr jemals gesehen, wie 10.000 Liter Wasser pro Sekunde durch die Luft fliegen? Habt ihr wirklich gedacht, dass man nur einen Luftballon aufblasen kann? Und wie wäre es mit einem Tontopf? Whoops.
Hinterlass dir kein Trinkgeld? Guckt mal, wie hart der Job dieser Mädchen ist. Und selbst nach so einem heftigen Zusammenstoß bleibt ihre Kleidung weitestgehend fleckenfrei. Macht es euch Spaß, euch draußen an der frischen Luft sportlich zu ertüchtigen? Wir sind uns sicher, dass ihr noch nie auf diese Weise Sport getrieben habt. Na, was schätzt ihr? Wie groß ist der Fisch, den der Mann da am Haken hat? Da hat jemand Squid Game in echt nachgestellt. Habt ihr als Kinder auch gerne mit Seifenblasen gespielt? Und hättet ihr gedacht, dass eine Kombination aus Seifenblasen und Trockeneis einen so hohen Unterhaltungswert ergibt? Nachdem ihr diese Bilder gesehen habt, werdet ihr euch beim Spaziergang durch herbstliche Parks ganz sicher vor die Füße schauen, um so etwas Wunderbares aus Versehen nicht zu zertrampeln, stimmt's? So kann man die Gangart von Captain Jack Sparrow wahrscheinlich am schnellsten lernen. Die junge Frau war bestimmt Klassenbeste in Physik und wusste, dass sie das Gleichgewicht verloren hätte, wenn sie die Welle überholt hätte. Was denkt ihr, wird der Fahrer es aus der Grube herausschaffen? Der Mann hat gezeigt, dass man niemals aufgeben sollte. Vor allem nicht, wenn man so einen wuchtigen Wagen hat. Bei diesen Bildern wird einem schon vom Anschauen schwindelig, nicht wahr? Und der Bursche filmt sich dabei auch noch mit einem Selfie-Stick. Wisst ihr, wo der Mond in Wirklichkeit herkommt? Komisch, dass diese Burschen noch nicht in der NBA spielen. Sie müssten ja nicht einmal ihre Spielfeldhälfte verlassen, um den Ball im gegnerischen Korb zu versenken. Vergesst alle Shampoos, Gels und Cremes. Das ist die einzig wirksame Methode, Schuppen loszuwerden. Wenn ihr schnell fahren wollt, fahrt allein. Wenn ihr weit fahren wollt, nehmt einen Freund mit. Und wenn ihr mal abbiegen müsst, tut es wie diese Jungs. Diese exklusiven Bilder stammen vom National Geographic. Genau so vertreiben sich Pinguine am Südpol die Zeit. Wie wäre es damit? Ihr drückt genau jetzt auf Abonnieren und wir belohnen euch mit einem atemberaubenden Feuerwerk. Da fragt man sich, wer der Verrückte sei, der es wagte, Batman sein Auto zu klauen. Ach so, der Typ ist es also. Na dann kein Wunder, dass er es riskierte. Kann bitte jemand diesen Muskelprotz über die Gravitationsgesetze aufklären? Wir glauben daran, dass es eines Tages zu einem Krieg zwischen Mensch und Maschine kommen könnte. Doch kaum jemand hätte für möglich gehalten, dass Sonnenschirme sich als Erste gegen die Menschheit auflehnen würden.
Steht ihr auf Fast Food? Dann könnt ihr eine Flasche Wasser wahrscheinlich nicht so öffnen wie dieser Kerl. Uns würde interessieren, wie er Weinflaschen aufmacht. Womit soll man als Tankstellenmitarbeiterin sonst die Zeit totschlagen, wenn es bis zum Feierabend noch so lange hin ist und der Chef bereits nach Hause gegangen ist? Wenn man die Stunts sieht, könnte man denken, der Bursche wäre ein Nachfolger von Jackie Chan. Doch um ein echter Stuntman zu werden, muss er noch viel trainieren, denn noch läuft bei ihm nicht alles so glatt. Wir haben zwar vieles von der Kraft der Natur gehört, aber dieser Baum hat unsere Vorstellungskraft gesprengt. Er ist ein echter Champion in Sachen Willen zum Leben. Der Moment, wenn man mit einem Kumpel auf derselben Wellenlänge ist. Bravo! Hättet ihr Lust, in so einer Gesellschaft auf offener See zu schwimmen? That's amazing. Da sollte man nur aufpassen, dass sich kein hungriger Hai unter die Delfine mischt. Was ist aus der Sicht einer bequemen Person der praktischste Weg, mit einem Haustier Gassi zu gehen? Natürlich sich einen Affen zuzulegen, damit er es für einen übernimmt. Kennt ihr das Gefühl, wenn warmes Wasser abgestellt wurde und man bereit ist, unter jeglichen Bedingungen zu duschen? Dem Mann hier ging es aber um etwas anderes. Er wollte die Flut mit seinem Körper stoppen und das ist ihm gelungen. Habt ihr immer noch Angst, eure Stoßstange am Bordstein zu beschädigen? Dann seht euch an, zu was ihr in der Lage wärt, wenn ihr diese Angst ablegen würdet. So sieht es an Bord eines Schiffes bei heftigem Wellengang aus. Oder hat der Kerl da wie ein typischer Pirat einfach zu viel rumgetrunken? To the Black Pearl. Die Cowboys scheinen nicht zu wissen, dass man vor dem Betreten eines Saloons absitzen muss. Andererseits, habt ihr irgendwo ein Schild gesehen, auf dem Pferde bitte draußen warten stünde? Der Kerl scheint einen Autopiloten für Motorräder entwickelt zu haben und bereits im Jahr 2300 zu leben. Er muss entweder ein Genie oder ein Draufgänger sein. Der Schildkröte geht es gut, keine Sorge. Sie albert nur herum, weil sie sich gerade langweilt. Wir tun so etwas doch auch, nicht wahr? Der Bursche hat seine Bowlingschuhe anscheinend zu Hause vergessen, aber sich dadurch den Spaß nicht verderben lassen. Von der Gondel eines Heißluftballons aus bietet sich ein traumhafter Blick, keine Frage. Aber noch cooler sieht es auf dessen Spitze aus. Grüne Energie ist zweifelsohne eine gute Sache. Aber ob der Fahrer dieses LKWs auch dieser Meinung ist, sei dahingestellt. Thank you.
Zunächst sieht das hier nach einem ganz normalen Autorennen aus. Doch dann kommt dieser super lange Sprung. Habt ihr jemals zuvor ein Auto so weit springen sehen? Den Schafen scheint an der Braut eine Menge zu liegen, wo sie sie nicht wegfahren lassen. Was tun, wenn es draußen regnet und man mit einer Menge Kinder spazieren gehen muss? Wusstet ihr, dass man eine Gesichtsmaske nicht nur als Mund-Nasen-Schutz verwenden kann, sondern notfalls auch als Säge? Jede Wette, euer Hund kann nicht so toll tanzen wie die Roboter. Sie sind so gut, dass man aus ihnen vielleicht sogar eine Fußballmannschaft zusammenstellen könnte. Seid ihr schon mal nach starkem Regen in eine tiefe Pfütze getappt? Diese Leute haben in dem Moment ihre nassen Füße ganz sicher nicht als ihr größtes Problem angesehen. Nicht nur Hunde und Katzen lieben es, am Bauch gekrault zu werden. Belugas stehen auch auf Streicheleinheiten.